Willkommen zurück zu Cave Story, dem 100% Run. Hier ist noch nichts. Da gibt es nachher noch was Neues. Das war blöd. Den da will ich. Dieses Mal werden wir den Brief von Sue lesen. Und ich habe euch eine neue Waffe versprochen. Die werde ich danach einweihen. Sobald wir da unten waren. Okay. Dann lese ich mal den Brief durch. Kennen wir ja schon, ist sehr lange. Das Wichtigste ist der letzte Teil. Habe ich gerade überspult. Nitaga Nomad Scout, das Passwort. Für hier rein. Guten Tag. Genau. Ich bin der Retter, von dem Sue gesprochen hat. Ich keine Ahnung, ob sie davon gesprochen hat, aber ja, ich bin das. Und ich. Ja, du brauchst den Booster für die Rakete, genau. Ich bin nicht beschäftigt. Und natürlich helfe ich dir. Ich will doch hier genauso weg wie du. Leider habe ich jetzt den Booster nicht mehr. Vorerst. Aber ich kriege ihn wieder zurück. Sie braucht jetzt einen funktionierenden Sprinkler. Erstmal ruhe ich mich aus. Und damit ist die Frage auch beantwortet, wo man sich hier heilen kann. Hier unten. Ja, ich habe gerade versucht zu boosten. Das geht nicht. Schade eigentlich. Habe mich gerade so schön dran gewöhnt. Das hier ist der Nemesis. Macht relativ gut Schaden. Nicht so viel wie die Waffe des zuvor von eben. Aber wenn er Erfahrung kriegt, macht er weniger Schaden. Wenn er nochmal Erfahrung kriegt, dann schießt er so kleine Enten raus, die halt total zum Vergessen sind. Also die sind echt zu nichts zu gebrauchen. Aber das heißt, er ist anders als die anderen Waffen in der Hinsicht, dass er schlechter wird, wenn man Erfahrung einsammelt. Das heißt, im Gegensatz zu anderen Waffen muss man bei ihm nicht darauf achten, dass man nicht getroffen wird, sondern darauf achten, dass man nicht aus Versehen Erfahrung einsammelt. Doch. Ich glaube, den allen habe ich schon gesprochen beim letzten Mal. Aber egal, ich mach's einfach nochmal. Hier wegen 100% und so. Also es ist, glaube ich, an sich nicht wirklich 100%, aber... nein, jetzt muss ich wieder Schaden nehmen. Ach Mist. Danke. Geh weg, nein, weg. Ich muss ja sagen, ich bin nicht so ganz überzeugt von der Waffe. Ich finde die Idee lustig, aber es ist halt nervig, dass man nicht die Erfahrung einsammeln kann. Hier wiederum ist es relativ egal. Mit einem von denen muss ich sprechen. Genau, der Sprinkler ist schon wieder kaputt. Und jetzt habe ich den Auftrag, den Sprinkler zurückzubringen. Den kann ich dann da unten, wo ich gerade war, in der Ruhezone austauschen. Ja, ich arbeite doch. Ich hole einen neuen Sprinkler für die da oben. Genau. Ich arbeite doch. Ich frage mich, was passiert jetzt eigentlich, wenn ich tatsächlich so naiv bin und den Sprinkler da hochbringe? Kann ich dir dann abliefern? Ach Mist. Nein, die Erfahrung will ich nicht. Die Erfahrung ist vergiftet. Nein. Oh, schnell die Waffe wechseln. Okay, alles gut. Ja, klar. Irgendwie interessiert es den wohl nicht mehr, ob ich den Sprinkler habe oder nicht. Interessant.
Ich glaube, da links oben, wo die Lebenskapsel war. Ne, also es gibt jetzt hier noch eine Lebenskapsel. Ah, verdammt. Noch eine Lebenskapsel. Gleich zu holen. Aber da komme ich gerade nicht dran, ohne den Booster. Hui. Ich suche Heilung. Hast du welche? Nö. Irgendwie muss ich aber sagen, der Spur gefällt mir doch besser als der Nemesis. Und irgendwie fand ich das Schwert auch besser als den Nemesis. So alles in allem. Aber ich werde trotzdem mal versuchen, mit dem Nemesis weiterzuspielen. Okay. Man kann sich das Schwert wieder zurückholen, soweit ich weiß. Aber wie gesagt, ich werde jetzt einfach mal versuchen, mit dem Nemesis zu spielen. Was kann schon schief gehen? Das dürfte schon relativ gut Schaden machen. Der Nemesis. Also so, das Schwert macht wahrscheinlich auch nicht viel weniger. Das täuscht wahrscheinlich dadurch, dass es dann so stehen bleibt. Nee, also das haut auf jeden Fall gut rein. Das ist halt das Ärgerliche, dass man echt aufpassen muss mit der Erfahrung. Ich denke mal, der Nemesis ist ganz gut bei Bosskämpfen, wo man nicht in der Gefahr ist, viel Erfahrung aufzusammeln, aber halt dann richtig schön spammen kann. Weil von dem Schwert Level 2 kann man ja immer nur eins gleichzeitig draußen haben. Den da wollte ich. Das da sind mindestens drei. Ja. Scheinbar kann man von denen drei Stück gleichzeitig unterwegs haben. Das heißt, wenn der einzelne Schuss tatsächlich ein bisschen weniger Schaden sogar machen sollte, als das Schwert Level 2, ist es trotzdem mächtiger als Schwert Level 2. Schwert Level 3 ist ja schwächer als Schwert Level 2, außer gegen mehrere Gegner, weil es Flächenschaden macht. Und damit habe ich dir deine Elektronik den Controller gebracht, genau. Und das dauert eine Weile. Und in der Zeit kann ich mich eine Runde ausruhen. Könnte ich. Oder gehe ich noch eine Runde mit Leuten sprechen? Ich glaube, das mache ich mal. Habe ich gerade gespeichert? Ich weiß nicht. Das ist dann mein Ticket, um schnell wieder hierher zurückzukommen, wenn ich mit allen gesprochen habe. Ich könnte mit Professor Booster sprechen. Ich könnte mit den kleinen Männchen sprechen. Ich könnte... stimmt. Mit dem Aufpasser bei den Statuen habe ich letztes Mal gesprochen, aber nicht mit der Maske an. Das mache ich doch gleich mal. Aus dem Weg. Boah, ist es ätzend, da hochzukommen ohne Booster. Habe ich den? Nee, ich habe ihn immer noch nicht. Und übrigens hier die Passage nach unten kommt man immer noch nicht. Keine Ahnung. Der da hat nämlich keinen Dialog gehabt, außer Punkt, 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 glaube ich. Ja, okay, hat er jetzt auch trotz Mimiga-Maske. Schade. Gut, dann, wie gesagt, werde ich noch mit... Ach, mit Kazuma kann ich ja noch sprechen und seinem Drachen. Ich könnte dann sogar noch da ins Gefängnis. Mit dir habe ich schon gequatscht, ne? Genau, mit dir habe ich schon gequatscht. Oh, hier muss ich jetzt aufpassen. Ohne Booster kann ich nämlich dann nicht korrigieren. Dankeschön für den Schaden. Ich guck mal so ein bisschen nach unten. Wo bin ich? Oh ja, oh ja, ich muss rüber, ich muss rüber, ich muss rüber. Ich muss dringend rüber. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. So knapp. Mist. Ach, verdammt. So close. Na gut, dann spreche ich eben zuerst mal mit dem Menschen, nein, mit dem Mimiga oben im Gefängnis. Kommt, das ist viel zu blöd mit dem Spur. Ich nehme einfach den Feuerball. Also Moment, genauer gesagt den Spur für den Dicken. Und dann den Feuerball für den Kleinen. Was soll das? Ich muss doch da nicht unbedingt reinspringen. Das macht nur Unsinn. Das macht nur... Ah, verdammt. Das macht es so unnötig kompliziert.
da unten reinzuspringen. Genau, hier will ich den Spur, glaube ich, wieder aufladen, weil da gleich einige Dicke kommen. Ist nicht, wie nennt man die eigentlich? Troll? Ogre? Keine Ahnung. Ah, diese großen... Die da. Wie heißen die? Ich weiß es nicht. Ah! Oh. Du bist Geschichte! Keine Ahnung, wie die heißt. Moment, aber hier komme ich jetzt eh nicht rein, ne? Ach Mist, nee, dann muss ich hoch mit dem Booster. Dann kann ich mit der Maske an mit dem gar nicht sprechen. Was mache ich denn hier? Das ist doch so, so geht's doch einfacher. Dann kann ich mit dem jetzt gar nicht sprechen, mit dem Menschen da oben. Kann ich mit dir sprechen, mit der Mega-Maske? Ja, ja, genau, das kennen wir schon alles. Das ist der alte Dialog, der zum Teil einfach wiederholt wird. Mit den Migas habe ich, glaube ich, allen schon gesprochen. Entweder hier oder im letzten Durchlauf. Ich glaube, mit dem da unten habe ich noch nicht gesprochen, mit dem Angler. Aber komme ich da überhaupt hin, ohne Booster? Sollte eigentlich gehen, ja. Aha, ich treffe dich, aber du mich nicht. Hey! Nimm alles zurück. Nein, 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 nein. Naja, es gibt hier einen schnellen Weg zurück, immerhin. Waffen wechseln geht aber hier währenddessen nicht. Okay. Okay, wie komme ich euch da? Nee, da komme ich nicht raus. Ich muss wirklich von hier rüber springen. Ah, und alles nur, um rauszufinden, was mit der Maske passiert. Nein, schon wieder zurück kurz gesprungen. Nö. Das kann's doch nicht sein. Ah, habe ich mit Cthulhu habe ich noch nicht gesprochen. Genau, und mit Curly Brace auch nicht. Ha. Dann hole ich mir mal ein kurzes Erfolgserlebnis hier ab. Okay, da passiert nichts und dann da passiert auch nichts. Dafür ist es schwierig herauszukommen. Ohne Booster. Vielen Dank auch. Ich dachte eigentlich, die Migas. Wobei die beiden gerade, die waren ja keine Migas. Ich dachte eigentlich, die Migas, die reagieren so ein bisschen darauf, dass ich hier die Migamaske trage und jetzt quasi einer von ihnen bin. Oder zumindest so aussehe wie einer von ihnen. Noch nicht schon wieder. Blödes Wasser, ey. Warum ist da nicht ein X auf der Röhre? Keine Ahnung. Was wohl was zu bedeuten hat? Ha. Funktioniert doch. Ah, nicht getroffen werden. Und dann... Genau, schießen. Ah, jetzt fängt er leider nichts mehr, der arme Mann. Das tut mir sehr leid für dich. Oh, komme ich da jetzt eigentlich rüber? Ohne Booster? Ja, das klappt. Wunderbar. Ich weiß nicht, warum da so ein Kreuz auf der Röhre ist. Und wenn man genau hinguckt, führt die Röhre ja nicht nur hier links direkt von mir rein und dann ein Stück weiter rechts oben wieder raus, sondern die führt ja auch nach links und auch sonst mehrfach unten raus und auch nach ganz rechts aus dem Bildschirm raus. Allerdings habe ich nirgends irgendwie was gelesen davon, ob man diese Röhre benutzen kann, um irgendwo hinzukommen. Abschießen kann man sie hier offensichtlich hier auch nicht. Also das... Keine Ahnung, was man da machen kann. Ne. Das bringt alles nichts. Ich weiß es nicht. Ich hab wirklich nachgeforscht, aber es konnte mir keiner sagen. Wenn ihr eine Idee habt, was ich mal ausprobieren sollte, dann schreibt mir gerne einen Kommentar. Ich werde es gerne versuchen. Gucken, ob ich das dann irgendwie hinkriege. Das war jetzt zu weit. So. Jetzt hier rüber. Ja. Und. Na, nicht ganz. Dann eben so. Hm? Ach, die Sterne. Die Sterne. Natürlich die Sterne. So, und jetzt nochmal. Runter. Zu den kleinen Männchen und zu Kazuma. Wobei, zu den kleinen Männchen kann ich ja gar nicht ohne Booster, ne? Mist!
Das geht ja gar nicht. Aber zu Kazuma kann ich. Immerhin kann ich dann erfahren, was der zu sagen hat, wenn ich eine Mimiga-Maske trage. So, und jetzt muss ich langsam nach links. Genau. Haha, getroffen. Kazuma? Bist du? Kazuma? Bist du schon weg? Wo ist der denn hin? Der ist wohl schon abgehauen. Ja. Der ist abgehauen. Kazuma ist weg. Okay. Dann könnte ich noch mit Professor Booster reden. Mal gucken, was der zu sagen hat, wenn ich diese Mimiga-Maske trage. Aber den kriege ich doch relativ gut durch Grass Town. Nee, tue ich nicht. Eigentlich nicht. Ja, aber tut mir leid, ist ein 100% Run. Das muss sein. Das muss sein. Ne, da ist ja gar keiner. Komme ich da überhaupt hoch ohne Booster? Ja. Oh ja, ziemlich gut sogar. Wunderbar. Ah, und diese Migas hier gibt es ja auch noch. Was haben die zu sagen? Lass mich raus. Dr. Dump, bist du ein Killerroboter? Migas werden belogen. Es waren früher Menschen da, aber keine Ahnung, wo sie sind. Und Sakamoto. Die Sue, genau. Die versteckt sich hier irgendwo. Die Sue Sakamoto versteckt sich irgendwo. Während Kazuma, der Feigling, abgehauen ist. Kann ich den hier umpolen auf Atos Haus? Nein, natürlich nicht. Richtig. Und... Oh, doch. Macht... Mist. Quiet verenden. Yay! Einmal treffen, bitte. Danke. Na. So. Jetzt habe ich leider keinen Booster mehr. Dafür machen die Sterne die Gegner hier schon zum Teil kaputt. Finde ich super. Finde ich gut. Nein! Voll daneben! Und voll geheilt, immerhin. Na, ein bisschen höher. So ist gut. Der Nemesis, den nehme ich für einen Bosskampf, so für Misery und so. Wobei bei diesem Durchlauf noch ein anderer Boss dazu kommt. Immer mindestens einer. Ich glaube sogar mehrere Bosse kommen dazu, die beim normalen Durchspielen am letzten Mal nicht dabei waren. Da wird sich diese Waffe bestimmt noch als nützlich erweisen. Und vor allem ist nicht so nervig. Weil einfach keine Erfahrung rumliegt, die man aus Versehen aufsammeln könnte. Ja, überfliegt mich einfach. Das ist voll okay. Damit habe ich gar keinen Stress. Komme ich hier nämlich wunderbar durch. Na. So, was hast du zu sagen? Okay, du erkennst mich als der, der ich bin. Das kenne ich schon vom ersten Durchspielen. Santa ist nicht da. Ah ne, stimmt, der wurde ja auch entführt, ne? Der war doch auch irgendwo in der Plantage. Stimmt. Gut, dann hätten wir hier noch den Professor Booster. Aha, da sagt er wirklich was anderes. Dieses Chaos auf der Insel tut ihm leid. Die Menschen sind daran schuld. Ansonsten... Nee, ansonsten ist hier niemand mehr. Das heißt, ich kann wieder zurück. Ich kann laden. Ich werde mich so eine ausruhen. Und wenn ich dann fertig bin, dann ist die Rakete fertig. Zunächst mal nochmal speichern, weil hier gibt es wieder eine Möglichkeit zu erkunden, die ich zeigen möchte, aber nicht behalten möchte. Nach der ich dann wieder neu laden werde. Und zwar kann ich jetzt entweder die Dame hier ansprechen.
und mir meinen Booster zurückholen und die Mimiga-Maske abgeben und danach hochfliegen. Oder ich kann direkt hochfliegen. Ohne Booster, aber mit Mimiga-Maske. So, aber hier möchte ich dann nicht speichern. Aber ich werde jetzt was testen, was ich immer schon wissen wollte. Nee, das mache ich nachher. Jetzt, wenn mich nicht alles täuscht, bin ich nämlich in der Last Cave, die aber wohl ein bisschen anders sein sollte als sonst so. Was auch immer da jetzt der Unterschied sein soll, ich erkenne gerade keinen. Ach Mist. Nee, also ich erkenne da jetzt hier gerade echt keinen Unterschied. Vielleicht kommt da ja später noch irgendwie was, aber ich erkenne gerade wirklich keinen Unterschied. Ups. Also, ja, ich gehe da gerade jetzt relativ zügig durch. Also Schaden ist mir da jetzt gerade erstmal sekundär. Ah, das geht sogar ohne Boost. Danke für den Damage Boost. Den hätte ich aber nicht gebraucht. Ja, ja, ist egal, ist egal. Ich will nur gucken, inwiefern die anders ist, als wenn ich regulär hier rein wäre. Ja, das passt schon. Aber ich sehe hier ehrlich gesagt keinen Unterschied. Das ist die ganz normale letzte Höhle, wie vom letzten Mal auch schon. Da ist irgendwie nichts verändert. Was auch immer hier sein soll. Ah, Moment. Na? Ups. Ui, die waren nur zwei Schaden. Wow. Jetzt bin ich aber wirklich fast tot, hey. Geh mal aus dem Weg. Jetzt nicht treffen lassen. Ah, verdammt. Wow, wow. Also, es gibt nämlich folgende Problematik hier. Nicht die Gegner, die auch, wenn man nur einen Lebenspunkt hat. Puh, nein, sondern die Sprünge hier sind zum Teil ohne Booster einfach. Na, hier komme ich nicht hoch ohne Booster. Ich müsste hier durch. Ja, okay, das geht noch. Aber der Sprung hier ist nicht machbar. Und ich glaube, das ist einfach der Grund, warum es hier diese Ventilatoren gibt. Das habe ich mir letztes Mal schon gefragt. Ich glaube, hier ist gar nichts anders, sondern die sind einfach immer da, diese Teile. Und die sind wohl für den Fall, dass man hier wirklich reingeht mit der Mimiga-Maske. Ich glaube, so ist das. Ich glaube, das ist der Grund, oder das ist das, was hier anders ist. Wenn man mit der Mimiga-Maske reingeht, dass man nämlich... Das ist ja schon mächtig, der Strahl. Dass man hier den Booster gar nicht braucht, tatsächlich. Das findet man dann raus, sozusagen, damit. Wenn man hier ohne mit der Mimiga-Maske durchgeht. So, ich glaube, das war's. Genau. Und ne, hier ist alles beim Alten, so wie das aussieht. Oder ist irgendwas anders mit der Mimiga-Maske? Also mit der Waffe ist auf jeden Fall was anders. Ich bin nämlich besser. Nee, brauche ich nicht. Ja, ja, das ist die gleiche Notiz wie davor. Wow! Haust ja gut rein, hey. Kann ich da hoch ohne Booster? Ja, ja, zu den Bossen. Das geht alles, ne? Das geht alles ohne Booster. Ich brauche den eigentlich gar nicht. Na, aber gut. Das ist die eine Variante, das Ganze durchzuspielen. Die andere Variante ist, die Maske vorher abzugeben.
um den Booster wieder zu kriegen. Und keine Sorge, das Ganze wird jetzt nicht langweilig. Denn es gibt eine andere Version der letzten Höhle, die schwieriger ist. Wahrscheinlich ein bisschen frustrierend. Allerdings habe ich den Booster gerade nicht angelegt. Das mache ich jetzt mal noch. So. Jetzt habe ich ihn. Genau. Und. Na, jetzt komm schon. Genau. Einmal hochfliegen. Aber dann abspringen. Und zu diesem Hund gehen. Long time no Arf. Und die letzte Lebenskapsel holen. Ich soll Curly von dir grüßen, ne? Das mache ich doch gleich mal. Aber zuerst. Nein! Wow. Zuerst muss ich ja noch kurz was vorbereiten. So, wo ist Curly? Da ist Curly. Hast du noch was zu sagen? Nö. Curly, ich soll dich grüßen. Na. Ja, gar nicht, blöder Hund. So. Ich hoffe, die Rakete ist noch nicht. Ah, sie ist schon wieder zurück. Ja. Die erzählen jetzt aber auch nichts anderes, ne? Wenn die Rakete schon gestartet ist oder so. Ah, nee. Nee. Es gibt ja nämlich noch eine kleine Besonderheit. Normalerweise, wenn man eingequetscht wird von den Blöcken im Labyrinth zum Beispiel, dann ist man tot. Aber hier, zwischen Rakete und Boden, ist das nicht der Fall, sondern man ist dann im Boden drin. Kommt allerdings nur wieder raus, indem man einmal nach unten guckt. Okay, die Rakete ist schneller als der Booster. Ich kann also nicht über die Rakete hinweg boosten. So, und hier kommt jetzt, wie gesagt, die zweite Variante, die schwierige Variante der letzten Höhle. Das gibt es dann beim nächsten Mal. Hier ein kleiner Vorgeschmack. Übrigens, alle Waffen sind wieder auf Level 1 runter. So viel dazu. Bis zum nächsten Mal.